Nach dem überzeugenden Auftritt und dem Sieg bei Holstein Kiel wartet auf den Club bereits am Mittwoch das nächste Duell gegen einen Nordverein. Am Montag stand für die Reservisten und Einwechselspieler zum Start in die Vorbereitung auf Hansa Rostock eine Spielersatzeinheit an. Wohlbehalten zurück aus Kiel gaben Lukas Schleimer und Christian Matenia ihr Fazit zum Auswärtserfolg ab und blickten auf das Duell mit der Kogge im DFB-Pokal voraus. Man muss dann auch mal das Trainerteam loben. Die haben den richtigen Matchplan, haben versucht, das umzusetzen, was der Trainer von uns verlangt hat. Hat uns die richtigen Räume gezeigt, wo wir Kiel schwer tun können. Und ja, die haben wir gut bespielt und ja, dann Glück gehabt mit Timmy seinem abgefälschten Schuss. Aber ich glaube, das braucht man dann auch manchmal. Und ja, gelungenes Auswärtsspiel. Ja, dass es eine konzentrierte Teamleistung war, dass wir ab der ersten Minute das auf den Platz gebracht haben, was wir uns unter der Woche erarbeitet haben und was wir uns vorgenommen haben. Und dementsprechend hat es, glaube ich, für jeden Spieler sehr viel Spaß gemacht, gestern auf dem Platz zu stehen. Und das Resultat ist natürlich sehr gut für uns. Für dich wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, weil zu Null. Was für einen großen Unterschied macht es denn für dich als Torhüter, zu Null zu spielen im Vergleich zu zum Beispiel Hertha, wo ja das eine Gegentor noch gefallen ist? Ja, das ist natürlich immer das Hauptziel eines Torhüters oder auch von dem kompletten Defensivverbund, dass wir einfach zu Null spielen wollen, jedes Spiel, das ist ja ganz klar. Aber wenn du am Ende des Tages dann die Kiste hinten dicht hältst, dann geht man natürlich sehr zufrieden ins Bett und deswegen hat uns das auch gestern alle gut getan. Jetzt seid ihr in der englischen Woche, als nächstes kommt Rostock schon am Mittwoch, also sehr kurze Vorbereitungszeit. Was erwartest du vom Pokalspiel? Ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das zeigt er jedes Jahr immer wieder aufs Neue und deswegen gilt es einfach jetzt schnell möglich zu regenerieren, dann ab morgen wieder den Fokus komplett auf Rostock zu legen und uns dann auch wieder Sachen erarbeiten eben im Video und dann das Spiel einfach komplett annehmen und ein richtiges Heimspiel draus machen und dann die Rostocker dann bezwingen. Spielt es eine Rolle für dich, dass ihr ja am ersten Spieltag gegen Rostock verloren habt? Ist das so ein bisschen ein Revanche-Spiel auch schon oder könnt ihr da ganz losgelöst davon agieren? Ja, auf jeden Fall hat uns das Spiel auch ein paar Sachen aufgezeigt, die wir dann auch in dem Spiel explizit jetzt nicht so gut gemacht haben. Und das wird natürlich auch ein Thema jetzt für das kommende Spiel sein und das wollen wir dann verbessern. Und klar, wenn du das erste Spiel verloren hast, dann willst du natürlich im zweiten Spiel dann auch zeigen, was du drauf hast und dann auch die Punkte holen beziehungsweise das Weiterkommen im DFB-Pokal. Ja klar, ich glaube, gegen Rostock haben wir noch was gut zu machen, auch im letzten Jahr das Unentschieden zu Hause. Das ist immer noch ein bisschen in den Köpfen drin, wollen wir natürlich was gut machen und am besten dann mit 3 Punkten oder in die nächste Runde einziehen.